Mein Name ist Katharina Helfenstein. Ich arbeite im Dienst Erwerbung Monographien und bin da verantwortlich für die Erwerbung der sogenannten Helvetica in Nichtschweizer Sprachen. Also das magische Wort ist Helvetica. Das ist einfach alles in Bezug zur Schweiz. Mein Name ist Miriam Kiener, ich bin die Leiterin des Dienstes Periodica. Periodica sind Tageszeitungen wie zum Beispiel die Berner Zeitung, der Tagesanzeiger oder der Blick. Periodica sind aber auch Zeitschriften wie die Schweizer Illustrierte oder das Du. Es können aber auch Kalender sein, wie der Alpenkalender. Oder, was ich jetzt nicht da habe, Loseblattsammlungen, Jahrbücher, Kirchenblätter, Gemeindeinformationen etc. Mein Name ist Rudolf Probst, ich bin stellvertretender Leiter des Schweizerischen Literaturarchivs. Bei uns im Literaturarchiv sammeln wir Nachlässe und Archive von Schweizer Autorinnen und Autoren. Wir erwerben diese Nachlässe und Archive. Wir erschließen sie hier bei uns, wir konservieren sie und wir stellen sie unseren Benutzerinnen und Benutzern hier im Lesesaal des Schweizerischen Literaturarchivs zur Verfügung. Ich bin Barbara Signori, diplomierte Bibliothekarin und leite das Teilprojekt Organisation in eHelvetica. eHelvetica ist ein Programm der Nationalbibliothek, das zum Ziel hat, eine Sammlung von digitalen Publikationen aufzubauen. Das heißt digitale Schweizer Publikationen, die also nur im Internet veröffentlicht werden. An erster Stelle steht die Recherche. Wir suchen also diese Bücher, das kommt nicht automatisch, das ist ein aktives Tun. Dazu benutzen wir die sogenannten Helvetica-Quellen, das sind zum Beispiel Nationalbibliografien. Da habe ich zum Beispiel die British National Bibliography, das ist das Pendant zu unserem Schweizer Buch, also zur Bibliografie, die wir herstellen. Praktisch sieht das so aus, dass wir einfach diese einzelnen Einträge durchlesen. Das ist ganz simpel, wie ein Buch, wie ein Roman. Und natürlich sieht das sehr nach viel aus, aber wenn man Übung hat und ein bisschen weiß, wo man hinschauen muss, ist das eher so eine Art Scanning mit den Augen. Also da fahren wir einfach über diese Titel und wenn dann was Bekanntes einem entgegenspringt, bleibt man einfach stehen. Das ist wie ein Computer fast. Computer im Hirn. Sie müssen sich vorstellen, dass wir täglich 200 bis 400 Periodikas ins Haus reinkriegen. Die muss man bearbeiten. Die Tageszeitungen müssen am gleichen Tag bei der Öffnungszeit der Bibliothek dem Benutzer zur Verfügung stehen. Wir erschließen die Periodikas, das heißt, der Benutzer findet sie in unserem Bibliothekskatalog so und kann sie auch bestellen, wenn er das möchte. Wir reklamieren Hefte, die nicht kommen. Download vom Internet heißt, dass wir ein Programm haben, ein Roboter, der nennt sich Harvester oder Crawler, der Websites sozusagen harvestet oder eben erntet. Und das heißt, man gibt diesem Roboter eine Start-URL, mit der er anfängt, die Datei nach und nach herunterzuladen. Das heißt, er klickt sich durch sämtliche Links, die auf einer Webseite vorhanden sind, durch und lädt Datei für Datei herunter. Das heißt, es ist eigentlich ein Bild, das wir erstellen von einer Website zu einem gewissen Zeitpunkt, wo der Harvester eben auf diese Website gegangen ist und sie heruntergeladen hat. Selbstverständlich ist es auch nicht möglich,
alle Veränderungen in einer Website zu dokumentieren. Wir bestimmen einen bestimmten Intervall, je nach Thema der Website, je nach Aktualität, und sammeln diese dann öfters oder weniger öfters ein. Und das sind dann Zeitabschnitte von diesen verschiedenen Versionen. Es gibt ganz unterschiedliche Formen eben der Übernahme, der Kontaktaufnahme zwischen Autoren und dem Literaturarchiv. Ich erinnere mich da an Peter Bixel, der mich angerufen hat und gesagt hat, ich habe meine Wohnung aufgeräumt, es gibt einige Dinge, die euch vielleicht interessieren. Ich möchte das entsorgen. Wenn du in 2 Tagen nicht kommst, dann werde ich das der Müllabfuhr übergeben. Ich habe dann sehr spontan einen Transport organisiert, bin die Dinge abholen gegangen und wir haben da wirklich sehr interessante Sachen eigentlich noch gefunden, die Peter Bixel fortgeworfen hätte, wenn wir da nicht schnell reagiert hätten. Zur Geschichte des Schweizerischen Literaturarchivs ist vielleicht zu sagen, dass das Literaturarchiv auf Friedrich Dürrenmatt zurückgeht. Er hat Ende der 80er Jahre der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen Schenkungsvorschlag unterbreitet. Er hat nämlich angeboten, sein literarisches Archiv eben der Eidgenossenschaft zu schenken, unter der Voraussetzung, dass die Eidgenossenschaft eben ein schweizerisches Literaturarchiv schafft, das in 4 Sprachen Nachlässe und Archive sammelt. Da hat es Preziosen darunter, eben wie Rainer Maria Rilke. Hermann Hesse ist ein großer Bestand bei uns, Blaise-Sandrard. Das waren alles Nachlässe, die bereits in der Landesbibliothek vorhanden waren. Im Laufe der Zeit kamen ziemlich viele Nachlässe neu dazu. Es gibt jetzt das Schweizerische Literaturarchiv etwa 20 Jahre. Wir haben den Bestand von ca. 80 Nachlässen und Archiven der Handschriftenabteilung auf etwa 250 ausbauen können, die wir im Moment betreuen.